Es geht wieder weiter mit Let's Play Tales of Xillia. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir sind die liebe nette Mila und wir suchen immer noch unsere Freunde. Das klingt nicht so gut. Ja, wir haben bis jetzt nur Ron und Leia gefunden, nachdem wir getrennt worden sind in der großen Schlacht hier zwischen Al-Jul und Rashagal, nachdem ja die Typen da aus Olympus kamen. Wurden wir alle getrennt und wir wissen nicht, wo unsere Freunde sind und deswegen suchen wir sie. Wir sind durch diese Feuerhöhle im letzten Part gegangen und nun gehen wir in die Xylenwälder. Vielleicht wissen wir jetzt auch mal dann, wo wir wieder sind, denn das würde mich auch sehr interessieren. Xylenwälder, so. Wir können das auch einfach auf der Karte nachschauen. Haben wir die Xylenwälder hier? Die sind da oben. Das ist schon mal eine gute Info. So. Kambala! Okay, wir sind auf dem Weg nach Kambala. Oh. Oh. Wie gut auf uns zu sprechen wird wohl der liebe nette Gaius sein. Ich meine, unsere letzte Begegnung war, dass wir gegen ihn gekämpft hatten und dass er uns danach ausgenockt hat. Das hat er zwar uns gemacht, um uns zu helfen, aber trotzdem. Ich bin gespannt, wie jetzt die Begegnung sein wird, Leute. Oh, das sind sympathische Gegner, das sind Eisgegner. Wisst ihr, warum Eisgegner sympathisch sind? Weil Feuer ihre Schwäche ist. Und wenn Feuer ihre Schwäche sind, dann ist die Mila hier der perfekte Kämpfer hierfür. So, tödliche Explosion, das war's wahrscheinlich schon. Zumindest von den beiden. Jo, von den beiden. Und dann der letzte noch. Ja, Leute, wie gesagt, nach Kambala gehen wir jetzt, schätze ich jetzt mal. Das ist vielleicht nicht so gut. Wie gesagt, da ist ja die Kamerin und natürlich dann auch Gaius, und ich weiß nicht, wie gut die auf uns zu sprechen sind, Leute, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir sonst hingehen sollen. Wir versuchen ja immer noch unsere Freunde zu finden und einen anderen Weg kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach straight forward, laufen an möglichst vielen Gegnern vorbei. Wir haben eh schon genug gekämpft und wir sind Level 43, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Holen uns nur Beutel, Höhlen und sowas. Und alles andere ignorieren wir. So. Wo müssen wir lang? Da. Tempel der Xylenwälder. Oh, ach so, ein Tempel. Huh, okay. Das kommt wahrscheinlich noch besser an. Wahrscheinlich werden wir jetzt in irgendeine Kirche gehen. Wahrscheinlich betet ihr da gerade hier der Gaius und wird uns dann hier treffen. Ich will nicht nochmal gegen Gaius kämpfen. Jetzt zeigen wir mal, wie es ist, Leute. Gaius hat mich beim letzten Mal so übelst fertig gemacht. Das war nicht mehr lustig. Ganz ehrlich, ich habe ihm ein Drittel des Lebens abgezogen. Alles rausgehauen, was ich hatte. Und weniger als ein Drittel. Eher ein Viertel des Lebens gerade mal abgezogen. Und, oh Leute, ich will nochmal gegen ihn kämpfen. Egal. So, gehen wir da lang und hoffen, dass wir nicht gegen Gaius kämpfen müssen. So, der Tempel der Xylenwälder. Where are we? Look, it's Kambalar's castle. Mila! Okay. Mila, I missed you. Am I glad to see you? I'm so glad you're all safe. It's good to see you again. I wholeheartedly agree. Mila? Oh. Do I know you? I've never seen you before. Huh? Why, I am your elder sister. Sister? I don't have a sister. What's going on, Musei? This may be our first time speaking true. Yet we are both spirits born into this world at nearly the same time. Well, you definitely are a spirit. That much I can believe. No need to be so suspicious. What could a spirit gain from impersonating your sister? You are Maxwell, after all. That's true, it wouldn't gain her anything. Why did you appear before Jude? Because you summoned me before him, or rather, your powerful feelings for him summoned me. Really? Could that even be possible? I don't know. I'll admit, I've been hearing a voice in my dreams. Wingo? Hold that thought.
So the information was correct. Attention. Attention. I am Gilland. You have my most sincere apologies for forcibly occupying your city. Please understand that subjugation is not our goal. Such extreme measures were only necessary to prevent an apocalyptic war between two superpowers. You have my word that we at Exodus will do all in our power to preserve your safety and your livelihoods. We desire the same thing you do. Eternal peace for Risa Maxia. I despise that man, Gilland. He promotes peace, even as he uses Spyrex to hurt humans and spirit kind alike. We may have no choice but to eliminate him and his group. I agree. How will we do that? Those people have armored soldiers and flying ships and big cannons and... Alvin, it's time you came clean. You should tell us everything you know. Alvin! I assume Gaius won't stand for this. He is inviting us in. Frankly, I'm surprised he even revealed himself to us. Maybe they're testing us? It's not a trap, is it? What are we waiting for? Let's go. What happened? I'm on the straight and narrow now. I promise. And why would we believe you this time? I have a score to settle with Gilland. Let me be the one to finish him off. If I betray you again, you have my permission to run me through with that sword of yours. So let me come with you. And if I refuse? Then I'll kill him on my own. Very well. Thanks. I appreciate it. We have to find out what Gaius is planning. Yeah. Jude kann sich jetzt mit Musée verbinden. Er verwendet das Artus-Menü, um sie auszuwählen, um sie im Kampf herbeizurufen. Leute, Musée. Ja, natürlich, ich finde schön, dass alle wieder da sind. Natürlich, Elvin wird uns wahrscheinlich wieder betrügen. Ich tippe mal darauf. Wir hatten immer noch keinen Kampf gegen Elvin. Wir werden irgendwann gegen ihn kämpfen müssen, das habe ich von Anfang an gesagt, Leute. Aber Musée, die stört mich gerade um einiges mehr. Wisst ihr warum, Leute? In der Szene, wo wo diese Luftschiff aus Olympus gekommen ist, da habe ich sie, es ist vielleicht blöd, aber da ist sie doch hergekommen. Da ist sie gekommen. Und hat so eine große Blase erschaffen und viele von diesen Schiffen eingesaugt. Vielleicht bilde ich mir das alles ein, aber es war doch so. Und um ehrlich zu sein, bin ich jetzt hier ein bisschen misstrauisch. Ein bisschen sehr sogar. Ich glaube nicht, dass sie auf unserer Seite ist. Und warum unsere Schwester sein? Hallo, wir sind König der Geister. Wir haben keine Schwestern. Leute, ich traue der Musik gar nicht. Ich traue dir gar nicht. Also, warum lassen wir immer so Leute, denen wir gar nicht trauen, in unsere Party eigentlich rein, in unsere coole? Also ich tippe irgendwie darauf, dass sie mit Olympus irgendwie zusammensteht. Wie gesagt, sie ist ja in dieser Szene eindeutig erschienen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Sie ist da doch erschienen und kam dann irgendwie. Wir sind in Lilium Kugel 1 will ich wieder. Und da kam sie in so einer Szene. Also als dieses Tor geöffnet wird, bin ich mir jetzt so sicher, Leute. Ich habe mir diese Cutscene 5 angeschaut, um sie zu verstehen. Ich kann sie mir gerne nochmal anschauen. Aber da war sie. Da bin ich mir sicher. Und ganz ehrlich, okay. Ein Geist, der unsere Schwester ist. Vielleicht nicht so das, dem wir trauen würden. Aber ein Geist aus einer anderen Welt. You really are cutting an impressive figure. As I always say, it's the gear that makes the man. Well, after one scarf, of course. That's your priority?
Ja, denn ein Geist aus Olympus, der hier versucht, auf gut Freund zu machen, das finde ich schon ein wenig merkwürdig, Leute. Warum lassen wir überhaupt so jemanden bei uns da? Die sollten wir sofort rauskicken aus unserer Party. Ich will den nicht dabei haben. Egal. Erstmal Jude Fehltritt. I have you to thank for saving Jude. Not at all. Jude was quite a help to me. Thanks to his direct tethering with me, I was able to recharge much of my lost mana. Jude, you direct tethered with her? Yeah. Musée asked me to. Was that bad? Bad? It's, direct tethering is something a spirit and a human do when, Since we were together constantly, he was able to fill me with loads of mana. I had no idea you were that kind of man. Mila, wait! Why is she so angry? My, I can't believe you'd ask me to explain that to you. Do you just want to hear me say it? Is that what you're into? Someone tell me what is going on with these spirits. Does anyone else think that Alvin's acting kind of weird? Alvin's always weird. You've come. So in the end, you've chosen to trust that man. You're more naive than I thought, Maxwell. Tell us what your purpose is for bringing us here. We will stand and fight against those invaders. If you intend to challenge them yourselves, we won't attempt to stop you. But first, there's something you need to tell us. I want you to tell us what you know about the Schism. What's that? Two millennia ago, I cast the spirit art, Schism. It created a new world and sealed it away. That world is yours. It is known as Risa Maxia. Did Mila just say that she created the entire world? Wow! She's like a goddess or something! It was for protecting spirits and humans. Risa Maxia is sealed. That implies the existence of another world outside the Schism, does it not? Yes. And that world is called Olympias. I was gravely mistaken about the Lance of Kresnik's true purpose. Exodus convinced Noctigal that it was a weapon. But all along, they were plotting to create a device that would dispel the Schism. Dispel the Schism? To what end? I do not know. I wonder if perhaps they were looking for a means to siphon mana back to Olympias. No. All Exodus ever wanted was to go home. Back home to Olympias. It's all we've wanted for more than 20 years since we became trapped in Risa Maxia. We needed to find a way to either break through the Schism or dispel it completely. But in order to dispel the Schism, they would have to find a way to eliminate its creator. I see. So that's why Exodus kept trying to kill you. It doesn't add up. What is Gillen's master plan? I'm confused. I still don't understand. Gillen's actions are not going to get Exodus home any faster. He didn't need to bring the whole Olympian army. In unifying Risa Maxia, that was never
our original intention. Gillen must intend to make use of Risa Maxia with the schism intact, but for what purpose? That's it. The Otherworld Reactor Plan. What? Huh? The hell's that? Most folks know it as the Spirit Fuel Plan. That sounds bad. I remember my cousin telling me about it, when I was still a kid back on the other side. Something about capturing spirits and using them as fuel for Spyrexes. So you're saying Gillen's ultimate goal is to corral all the spirits? But that doesn't make sense either. If all he wants is spirits, then why bother with the lies? Unless he's planning on trapping us in Risa Maxia for our mana lobes. He seeks to use the people of Risa Maxia as a power source? The man is insane. Gillen most likely returned to Exodus HQ on the ocean. The Olympian army is with him, so getting there by boat won't be easy. Well then, perhaps we can commandeer one of the flying ships they have, docked at Cambalar. Oh yeah, right, because that sounds easy. It may indeed be our only option. Very well, we attack tomorrow. Wait a minute, Gaius! Aren't we gonna team up on this? I mean, we both want the same thing, so... It's not a social gathering. Just how stupid are you anyway? It was Maxwell who created the schism, and trapped us all inside of it in the first place. Imprisonment is not so easily forgiven. It's entirely possible we may end up fighting each other again. I'm sure you can understand why we're not ready to get all buddy-buddy with you. Like I said, do what you want. Just make sure to stay out of our way. Can you believe it? The nerve of those guys! They must be short-handed. Why else would they share that kind of information with us? Despite what they said, I still believe that they are counting on all of us. For now, at least. Puh, unser guter Freund Gaius mal wieder. Mit seinen merkwürdigen Sachen, Leute. Was der da mal... Warum kann er sich nicht einfach mal netzen und mit uns zusammentun? Dann hätten wir wahrscheinlich die schon lange besiegt. Aber was soll man tun, Leute? Der Blick hier wieder von der Musette, Leute. Ganz ehrlich, Musette ist nicht gut. Und was Gaius hier am Ende gesagt hat, in Tales-Spielen hat immer, wenn jemand irgendwas Negatives sagt, eine Bedeutung. Das heißt, wir müssen nochmal gegen Gaius kämpfen. So, ein Gespräch mit Wingull. Perhaps this is the opportunity to speak to Wingull that I've been waiting for. Lass uns versuchen zu schlafen. Ich bin so müde. Es war so ein aufregender Tag. Gaius und diese Shimmery-Dingsbums kommen sich so toll vor. Morgen wird ihnen das arrogante Lächeln vergehen. Wenn es sein muss, gehe ich allein. Elvin, Elvin, Elvin. Dass du so viel über die weißt, fand ich auch interessant. Es könnte eine Weile dauern, bis ich diese Information verarbeitet habe. Also, Elvin kommt aus dieser anderen Welt. Das finde ich schon interessant, Leute. Dann kann ich natürlich auch verstehen, dass sie irgendwie eine Möglichkeit finden wollen, da wieder zurückzukommen, aber... Uns hier alle als Versuchskaninchen zu benutzen, ist jetzt auch nicht das Wahre. So, zu denen kommen wir nicht. In der ersten Etage gibt es zwei Zimmer. Fürst Wingull lässt euch ausrichten, dass ihr sie nach eurem Belieben verwenden könnt. Das ist lieb, aber wie der liebe nette Rowan gesagt hat, wir wollten ja irgendwie mit Wingull auch mal reden. Ich weiß noch gerade nicht, wie wir da hinkommen. So, da und da hoch, okay. So, schauen wir mal, ob wir zu denen irgendwie hingehen können und mit denen reden können. Tempel der... Tempel, also, ach so. Jetzt sind wir draußen, sehr schön. Können wir die Aussicht genießen? So, Leute, aber das hört sich auch nicht natürlich gut an. Kamala wurde eingenommen. Au. Oh. Ich frage mich, ob es in Rushagal natürlich genauso aussieht. Ich tippe mal darauf, dass es genauso aussieht. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer.
weil dort sind ja nicht mal Menschen eben, die noch, also ist ja nicht mal mehr ein König, der irgendwie hier das Volk führen kann. So, vielleicht stelle ich mich blöd an, aber ich habe so das Gefühl, die Tür öffnet sich nicht. Sehr schön. Ich habe so das Gefühl, dass wir nicht mit denen reden können. Sie waren ja jetzt schon nicht sehr gesprächig. Ganz ehrlich, Leute. Und mit denen zusammentun. Um ehrlich zu sein. Mit Gas würde ich mich gerne zusammentun. Mit Wingull auch, aber nicht mit dieser blöden Mädchen in Rot. Und die Presser finde ich auch merkwürdig. Wollte ich nur gesagt haben. So, gut, dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt erstmal aufs Ohr und hoffen, dass am nächsten Tag alles besser aussieht. Das Tempelzimmerbett. Didn't we agree that I would kill you for this sort of thing? Good luck killing me when you're dead. You got a message earlier today. What did it say? What's it matter? At first, I thought you were just in shock over Gillen's betrayal. But the timing wasn't quite right. My mother is dead. It happens. All humans die. Is that your idea of sympathy? First Gillen betrays me, then my mother dies. Life sure is peachy. Do you still want to return to Olympias? What other choice do I have? But I'm not going to die. What's that got to do with anything? Would you consider staying in Risa Maxia? What? Would that be so terrible? You'd be with Jude, and me, and everyone else. You're the first person to offer me something like that after finding out who I really am. You're out of your mind. Schlag vor dem Zug, ich bin noch etwas Zeit dort. Ja, gut, nach so einer, nach so einem Gespräch kann man auch nicht so gut schlafen. Naja, Alvin. Ich glaube, also zumindest jetzt, glaube ich, hat er nicht so. Sollten wir nicht so die Befürchtung haben, dass er uns hier angreifen. Das ist ja Jude. Kann auch nicht schlafen, oder? Naja. Wenn im Bett im Raum kann man das ein bisschen nachvollziehen. Can't sleep? No. Me neither. You don't want to ask me anything about what I revealed earlier today? No, no, you did the right thing. The just thing. At least I hope so. Justice is a complicated concept. It means different things to different people. And what is justice to you? I thought this wasn't a social gathering. Answer me, Maxwell. It is the power of will that resides within one's heart. In this, we are both in agreement. Those with this willpower bear a responsibility to this world. The strong must protect and guide the weak. Gaius, weakness isn't an affliction of the body, but of the heart. The world will always have weak-willed people. But that in itself isn't a bad thing. Then we must protect the weak until they can become strong. That is our duty. We? Yes. All who are strong must look after the weak. It is the only way to ensure that future generations will have sufficient strength as well. So that's your solution to the problem I posed in Fezabel Marsh. As I told you then, I can chart a new future for mankind, if I just have enough power. But if a man like Gillen takes the stage, a man who can only use power for his own gain, then mankind will be doomed to repeat the same mistakes. I see. But I'm afraid it's not up to me to approve your answer. Your concept of justice is your own. It's not my place to interfere.
As you say. The two of you sure are alike. How so? No matter how extreme her words are, I think there's always truth to them. I get the same sense from you. Do you want to be like Maxwell? I wouldn't mind it, although I know that's impossible. I see. We should probably get some rest. Yes. The showdown's tomorrow. Ach, Gaius, du bist mir auch so einer. Immer ein bisschen merkwürdig, doch irgendwie, wie Schulz gesagt hat, doch irgendwie ein bisschen Richtigkeit in seinen Worten, aber trotzdem halt ein wenig, nennen wir es mal, wie sagt man da, zu entschlossen, glaube ich, kann man gut sagen. So, gut, da geht's glaube ich nicht hin. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir den Tempel und schauen, wo es als nächstes hingeht. How do you intend to hijack a ship that's docked in the sky? We'll use the wyverns in the castle. You have to get there first. I have no intention of sneaking into my own castle. We shall march up the main road and reclaim it. What? You can't be serious! Indeed. At the very least, you should split into two groups, create a diversion. Keep your tactics to yourself, you old fart! Jude, do you know what you have to do? Of course. I have to help Mila win. It's that simple. Then let's go. There's a path leading into the city off the side of the temple. Can't we all stick together? What shall we do? Let's see. We can take that side path from the temple into the city, then move along the roofs to the castle. From there, we can both capture the flying battleship and retake the castle and its soldiers. Meanwhile, Gaius and the others will create their diversion. Sure would be nice if they let us in on their plan for once. Anyway, let's go. You got it. Warum haben Leute in diesem Spiel immer den Plan, einfach rein zu, einfach durchzulaufen und alles zu töten, Leute? Das ist immer in diesem Spiel. Jeder hat immer diesen Plan. Erinnere dich noch, als wir auf dem Schlachtfeld waren, was war der Plan von unserer Truppe? Ja, wir tun mal offensiv reinmarschieren. Okay, naja. Also, allein wegen Gaius traue ich denen wirklich zu, dass die das hinbekommen. Also, weil ich... schon ein bisschen stark. Ganz kein bisschen. So, Leute, ich würde sagen, wir hören uns noch die Skizze an und dann hören wir mit der Pate auf. Fußspuren. My neck is killing me. Did you sleep on it wrong? No, it's been this way since I was swept into the Fezabel marsh flow. I have a poultice you can use, although it was intended for lower back pain. Jude, it's pretty faint, but I think there's a footprint on your face. Huh. I did have a dream that Agria was repeatedly stomping my head. From the size and shape of that footprint, it would seem that dream was no dream at all. What is wrong with her? Why would she do that? Maybe she was trying to apologize, saying we got off on the wrong foot? Oh dear. I'm going to chalk this one up to a concussion. You don't know how close you just came to getting another boot in your face. I'm sorry for getting you tangled up in this war. Not at all. I welcome the opportunity. As a spirit, I can never forgive those who use Spyrex. It is good to have your strength on our side. You have my gratitude. Your gratitude? As a big sister, what choice do I have but to keep my little sister out of trouble? A bit condescending, aren't we? Ah, isn't it wonderful to have a family? Is that what we are? It would seem so. How long do you intend to accompany us? However long I must.
It is my duty to serve Lord Maxwell in the eradication of this Exodus group of Spyrex users. I don't recall ordering that. Your memories are your own, but it is the truth. Regardless, it sure is good to have a great spirit on our side. Yes. And I would be most grateful if you would continue to direct Tether with me. I knew it. You really are in that kind of relationship. But I... Why won't anyone explain this to me? Leute, es geht schon. Die beste war aber die erste dann mit dem Fußabdruck. Wir haben uns mit dem falschen Fuß getroffen, deswegen trete ich den mal ein paar Mal ins Gesicht. Leute, der Jude, er ist echt ein Musterschüler, es ist so. Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit lustigen Skits und Eroberung eines Luftschiffes. Bis dahin, euer Dempsey Morphix. Ciao.